abnehmen, vom Thema Diät, aber es gibt natürlich auch einige Menschen, die zunehmen möchten oder gar zunehmen müssen. Und das kann unterschiedlichste Gründe haben. Das kann sein, weil sie im Untergewicht sind und da rauskommen möchten. Das kann sein, weil sie gerne Muskeln aufbauen möchten oder auch aufgrund von Periodenverlust. Zu dem Thema Periodenverlust habe ich ja auch bereits einige Videos, einige Podcast-Episoden. Und bei mir persönlich war es so, dass ich beide Phasen hatte. Ich hatte einmal diese Phase, wo ich mich dazu entschlossen habe, ich möchte zunehmen, weil ich Muskeln aufbauen möchte. In dieser Phase habe ich sehr, sehr kontrolliert zugenommen. Ich habe auch meine Kalorien getrackt. Ich habe regelmäßig trainiert und auch sehr gut Muskeln aufbauen können in dieser Zeit. Und knapp 2 Jahre später kam dann eine erneute Zunahmephase, die dann etwas anders ablief, und zwar mit einer kompletten Sportpause. Das heißt, das war nicht mit dem Ziel, Muskeln aufzubauen, sondern mir war bewusst, weil ich eben 2 Jahre lang keine Periode hatte, und mir war bewusst, okay, da muss jetzt auch Fett dazukommen. Es geht jetzt gar nicht darum, dass ich möglichst viele Muskeln aufbaue und dadurch mein Gewicht steigere, sondern ich muss meinem Körper so ein bisschen das Gefühl geben, er ist in Sicherheit, er bekommt genug Energie, ganz ohne Stress, weil mein Fehler war einfach die Jahre davor, dass ich sehr aktiv war, ich habe sehr viel trainiert und habe aber gleichzeitig meinem Körper einfach nicht ausreichend Energie gegeben. Und das ist auch so meine Message, die ich euch mitgeben möchte. Ihr könnt viel trainieren, ich liebe das Training nach wie vor, es ist eine große Leidenschaft, Sport ist was Tolles, aber gebt eurem Körper auch einfach die Energie, die er verdient hat. Es geht nicht immer nur darum, möglichst schlank und möglichst definiert zu sein. Auf jeden Fall gibt es, wie gesagt, unterschiedlichste Gründe, warum man zunehmen möchte. Und jeder Weg ist natürlich auch sehr, sehr individuell. Das darf man nie vergessen. Es gibt nicht den einen Weg, um irgendwas zu erreichen. Jeder muss immer seinen eigenen Weg finden. Und mit diesem Video möchte ich euch einfach so ein bisschen meine Erfahrungen mitgeben, meine Tipps und vor allem auch Rezepte. Deswegen wird das eine Art What I Eat in a Day, um gesund zuzunehmen. Was meine ich mit gesund zunehmen? Man kann natürlich auch Pommes, Burger, Pizza, Schnitzel, Süßigkeiten, Chips. Mit solchen Lebensmitteln kann man natürlich relativ schnell ein Kalorienplus erreichen und nimmt somit zu. Aber das ist nicht meine Empfehlung und so sollte das Ganze natürlich auch nicht aussehen, dass man hauptsächlich nur noch hochverarbeitete Lebensmittel mit ganz vielen Zusatzstoffen zu sich führt, sondern weiterhin sollte die Ernährung natürlich unverarbeitet, nährstoffreich, möglichst naturbelassen aussehen. Und da ist es dann einfach wichtig, auf die richtigen Lebensmittel, auf richtige Mahlzeiten zurückzugreifen, um eben gut zuzunehmen, weil es gibt natürlich auch einige Personen, denen fällt es schwer, so viel zu essen. Die wissen tatsächlich nicht, okay, was soll ich denn dann eigentlich essen, um zuzunehmen? Ich esse schon so viel, aber ich nehme nicht zu. Und deswegen hoffe ich euch einfach mit diesem Video da so ein bisschen helfen zu können und euch da ein bisschen Inspiration zu geben. Und für alle unter euch, die vielleicht Periodenverlust haben, die unter restriktivem Essverhalten leiden, das heißt sehr, sehr streng sind, gewisse Lebensmittel oder gewisse Makronährstoffe vermeiden und einfach merken, wie sie sich dadurch selber sehr belasten, vielleicht auch unter einem Sportzwang, einem Bewegungszwang leiden und eben auch dieses Loslassen von diesem Bild, von diesem so ja, streng mit dem eigenen Körper zu sein, davon einfach nicht loslassen können. Das heißt, wenn ihr euch so ein bisschen mit meiner früheren Geschichte identifizieren könnt, dann jetzt die Info für euch, dass mein Online-Kurs Back to Balance in die zweite Runde geht. Mit meinem Online-Kurs Back to Balance möchte ich dich dabei unterstützen, deinen Körper zu verstehen und auf ihn hören zu können. Die Angst vor einer Zunahme loszulassen, ein gesundes Gewicht zu erreichen, mit dem du dich wohlfühlst. Und frei zu sein von Zwängen, ein gesundes Ess- und Sportverhalten entwickeln kannst. Ich möchte dich unterstützen, besser mit Stress umzugehen und einen für dich optimalen Ausgleich zu finden. Ich möchte dich unterstützen, dass du wieder mehr Energie hast und dass du dein Selbstwertgefühl nicht von deiner Ernährung, deiner sportlichen Performance oder deiner äußeren Form abhängig machen musst. Den Link mit all den Infos, der Anmeldung und den Preisen findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu meinem Kurs habt, dann könnt ihr euch auch sehr gerne melden. Wichtig ist vielleicht, die Anmeldung geht nur noch bis nächsten Samstag, also läuft nur noch eine Woche. Die Plätze sind auch limitiert, das heißt, wenn du dir einen Platz sichern möchtest, dann sei am besten schnell. Und was mir auch noch ganz, ganz wichtig ist zu sagen, ich möchte mit diesem Kurs nicht nur erreichen, dass die teilnehmenden Frauen und Mädels ihre Periode wiederbekommen, sondern ich möchte sie dabei unterstützen, ein gesundes Ess- und Sportverhalten zu entwickeln, wirklich frei zu sein von diesen Zwängen und auch eine Balance zu finden.
Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem What I Eat. Und was ich euch als ersten Tipp schon mal direkt mitgeben kann, was natürlich wichtig ist oder hilfreich ist, wenn ihr zunehmen möchtet, startet den Tag mit einem ausgewogenen, leckeren Frühstück und lasst auch wirklich keine Mahlzeiten aus. Also ich kenne viele Personen, die sagen, morgens schaffe ich es einfach nicht zu essen, da habe ich einfach keine Zeit. Und das sollte euch natürlich nicht passieren, wenn ihr zunehmen möchtet, sondern esst da wirklich regelmäßig, achtet darauf, dass ihr vielleicht die drei Hauptmahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen habt, zwischendrin ein paar Snacks einbaut und diese Hauptmahlzeiten dann eben auch kalorienreich gestaltet. Und wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Ein ganz einfaches Beispiel für ein geeignetes Frühstück ist natürlich Porridge. Porridge ist an sich ja auch nie langweilig. Es gibt so viele Variationen. Ihr könnt mit dem Obst Variationen reinbringen oder auch mit den Toppings oder eben im Porridge selber neben den Haferflocken könnt ihr mal mit Zimt, mal mit Vanillearoma, mal mit Kakao arbeiten. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Was zunächst mal wichtig ist, vielleicht die Haferflockenmenge erhöhen, keine 30 oder 40 Gramm Haferflocken nehmen, sondern wirklich mal an größere Mengen herantrauen, 80 Gramm, 90 Gramm, 100 Gramm Haferflocken. Und dann vielleicht auch nicht zu viel Wasser nehmen, weil ihr wisst, die Haferflocken quellen ja auf. Und desto mehr Wasser ihr nehmt, desto größer ist dann auch die Menge. Und wenn es euch schwerfällt, zu viel zu essen, dann nehmt einfach mal ein bisschen weniger. Ich hatte ja vorher bereits gesagt, dass natürlich stark verarbeitete Lebensmittel häufig sehr viele Kalorien bieten, was einfach sein kann, um zuzunehmen, was ich aber nicht empfehlen würde. Das heißt nicht, dass man sich sowas komplett verbieten muss, aber natürlich sollte das eher eine Ausnahme bleiben. Was sich eignet zum Zunehmen? Weil die Frage ist auch oft, gibt es gewisse Lebensmittel zum Zunehmen, gibt es gewisse Lebensmittel zum Abnehmen? Und an sich kann man alles essen, egal was das Ziel ist, aber man sollte eben seine Kalorien im Auge behalten. Das heißt, je nachdem, was die Absicht ist, dass man einen Überschuss erreicht oder ein Defizit erreicht. Und was geeignet ist, um zuzunehmen, sind kaloriendichte Lebensmittel. Das heißt, die eben auf ihr Volumen gesehen relativ viele Kalorien beinhalten. Das sind zum Beispiel Nüsse, Trockenfrüchte, also Datteln und Nussmus oder Datteln und Nüsse ist ja immer so mein Tipp Nummer eins, wenn man zunehmen möchte. Aber auch Lebensmittel wie Haferflocken oder auch Dinkelflocken, Buchweizenflocken, also alle Arten von Flocken, Nudeln, Reis, das sind kaloriendichte Lebensmittel. Und um euer Frühstück dann eben noch ein bisschen kalorienreicher zu gestalten, könnt ihr euer Porridge, wenn das euer Frühstück ist, natürlich mit allen möglichen Toppings verfeinern. Also sei es Banane, Trockenfrüchte, Nussmus, Nüsse, Samen, Kerne, Kakaonips. Es gibt so viele Möglichkeiten. Alles schmeckt so unfassbar lecker. Von daher werdet da einfach kreativ und toppt euer Porridge mit allem Möglichen, was euch gerade einfällt. Ich persönlich bestelle meine Toppings zum Beispiel super gerne bei Koro. Da gibt es eine riesen Auswahl an unterschiedlichsten Nüssen, Samen, Kernen, Trockenfrüchten. Also ein Paradies für Porridge-Topping sozusagen. Und da könnt ihr auch jederzeit 5% sparen mit meinem Code LauraFit. Die auch sehr häufig gestellt wird natürlich, was auch wichtig ist, das vielleicht noch kurz zu erwähnen, wie viel sollte man essen, um zuzunehmen? An sich kann ich euch da keine pauschale Antwort nennen, das ist total individuell und kommt immer darauf an, in welche Situation derjenige, also in welcher Situation man sich befindet. Oft hört man so als Orientierung 500 Gramm Zunahme pro Woche, das heißt einen Kalorienüberschuss von 500 Gramm pro Tag. Von 500 Kalorien pro Tag, denn 7000 Kalorien entsprechen ungefähr 1 Kilogramm Körperfett. Das heißt, wenn ihr pro Woche 3500 Kalorien Überschuss habt, dann entspricht das einer Zunahme von einem halben Kilo pro Woche. Ungefähr sind das dann 2 Kilo pro Monat. Ich hoffe, ich habe das jetzt logisch erläutert hier. Ist so eine Orientierung, an die kann man sich halten, muss man aber nicht. Also wenn ihr zum Beispiel das Ziel habt, ihr möchtet Muskeln aufbauen und habt sowas noch nie davor gemacht, dann startet auch erstmal wirklich langsamer. Ist so mein persönlicher Tipp und so hatte ich es damals auch gemacht. Ich habe mit 100 Kalorien Überschuss gestartet. Also wirklich erstmal langsam, habe geschaut, wie komme ich damit zurecht, wie kommt meine Verdauung damit zurecht, wie verändert sich mein Körper, habe dann gemerkt, okay, so viel passiert dann noch nicht, habe dann die Kalorien gesteigert, bis ich eben gesagt habe, okay, so finde ich es jetzt gut, in dem Tempo geht es weiter. Da könnt ihr euch auch schrittweise steigern, also das vielleicht ganz kurz dazu.
Wichtig ist vor allem, wie ich schon am Anfang gesagt habe, regelmäßig zu essen und das Ganze auch so ein bisschen einzuplanen. Also nicht spontan nach Lust oder nach Zeit, weil häufig hat man dann vielleicht viel zu tun und vergisst es zu essen, sondern plant euch das wirklich ein und habt immer Snacks parat. Also gerade wenn ihr unterwegs seid, habt dann immer was dabei. Das können Energy Balls sein, das kann ein Smoothie oder Shake sein, den ihr in der Früh zubereitet habt oder eben auch selbstgebackener Kuchen, selbstgemachte Müsli-Riegel. Seid da wirklich immer gut vorbereitet und zum Beispiel könnt ihr dann 2-3 Stunden nach eurem Frühstück den Smoothie trinken und dann gibt es etwas später eben das Mittagessen. Und zwar probiere ich jetzt was aus. Ich habe das noch nie gemacht. Die Idee ist mir gestern spontan gekommen. Wir machen Quesadilla. Habe ich generell noch nie selber gemacht. Immer nur im Restaurant oder bei meiner Mutter gegessen. Und zwar aus dem Toaster. Ich hoffe, das wird keine Sauerei. Ich hoffe, das klappt. Bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, was wichtig ist bei den Hauptmahlzeiten. Achtet darauf, dass sie vollwertig sind, dass sie alle Makronährstoffe enthalten und eben nicht zu viel Gemüse. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ihr kein Gemüse essen sollt, nur weil ihr zunehmen möchtet, aber es sollte halt nicht dieses High Volume sein, Hauptsache 500 Gramm Gemüse, sonst werde ich nicht satt, sondern versucht euch davon so ein bisschen zu lösen. Ich hatte das auch lange mal, ich war auch mal in dieser High Volume Phase. Versucht euch davon zu lösen, gerade in einer Zunahmephase, das überfordert ja auch eure Verdauung total und ihr wollt ja immerhin auch auf eine gewisse Kalorienmenge kommen, um zuzunehmen. Und ja, ich zeige euch jetzt mal das Rezept. Ich bin gespannt. Ihr braucht zunächst mal einen Wrap, ob ihr da jetzt einen gekauften nehmt oder ihn auch selber macht. Da gibt es ja zum Beispiel in meinem Kochbuch ein Rezept. Das ist natürlich euch überlassen. Dann habe ich den mit Frischkäse bestrichen, ein bisschen Reibekäse darüber. Ich habe jetzt bei beiden jeweils die vegane Alternative verwendet, also von Simply We. Keine Werbung, also kein Auftrag, aber ich finde die beiden Produkte echt gut von den pflanzlichen Produkten, die ich bisher kenne. Dann kamen da noch ein paar Kidneybohnen drauf, ein bisschen Mais, Tomaten, also da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, Tomate, Gurke, Paprika, je nachdem. Nur befüllt ihn nicht zu sehr. Dann kam noch ein bisschen Avocado dazu als gesunde Fettquelle. Und dann müsst ihr diesen Wrap folgendermaßen falten. Übrigens würde ich im Nachhinein auch nicht sagen, dass das Quesadilla war, sondern eher ein mexikanisch gefüllter Wrap mit Käse. Aber keine Ahnung, kann man ja nennen, wie man möchte. Und mit dieser Falttechnik kommt das Ganze dann in den Toaster und dann schmilzt eben der Käse ein bisschen. Und das war tatsächlich lecker und eben super schnell gemacht. Wenn ihr keinen Toaster habt, könnt ihr das natürlich auch in der Pfanne machen. Also ganz wie ihr wollt. Auf jeden Fall lohnt es sich, das mal zu testen. So, und jetzt probieren wir das mal gemeinsam. Ich könnte das natürlich auch mit den Händen jetzt essen, aber ich möchte das nicht vor der Kamera. Auf jeden Fall hätte ich es wirklich noch etwas länger drin lassen können. Das ist auch mein Tipp an euch. Na gut, ich nehme mal die Kamera in die Hand. Das ist auch mein Tipp an euch, weil ich hatte Angst. Ich hatte Angst, weil es angefangen hat zu rauchen, aber das war, weil mein Wrap zu dick befüllt war. Das heißt, füllt ihn nicht zu krass, macht euch lieber 2 Wraps, macht ruhig viel Käse rein, aber füllt ihn nicht zu krass, sodass der gut in den Toaster passt, weil mir ist dann ein Stück abgebrochen, deswegen hat es angefangen zu rauchen. Und natürlich wäre der Käse dann deutlich geschmolzener, wenn ich das etwas länger drin gelassen hätte. Aber die Kombi schmeckt, glaube ich, trotzdem gut. Ich probiere das jetzt mal. Mhm. Mhm. Richtig lecker. Richtig lecker. Also, kann man mal machen. Das war richtig lecker und wie ihr gesehen habt, auch super einfach und super schnell, egal ob ihr das jetzt im Toaster ausbackt oder auch in die Pfanne kurz legt. Wirklich lecker, schnell und eben gut geeignet, um zuzunehmen. Was die Inhalte betrifft, könnt ihr da natürlich auch kreativ werden. Das muss jetzt nicht so eine Quesadilla Mexican Art sein, ihr könnt das Ganze natürlich auch italienisch machen. Also wirklich werdet kreativ und probiert einfach aus, was euch schmeckt. Und jetzt gibt es von mir noch was Süßes hinterher. Ihr wisst, ich esse eigentlich immer nach was Herzhaftem noch was Süßes. Und das ist natürlich auch äußerst hilfreich in einer Zunahmephase. Und ich probiere da jetzt was aus, auch wieder mit einem Wrap, weil die Packung eh schon offen ist. Bin sehr gespannt. Wenn das so funktioniert, wie ich das möchte, dann könnte das richtig lecker und richtig geil werden.
wieder darauf, dass ihr eine ausgewogene Mahlzeit habt, die alle Makronährstoffe beinhaltet, also Kohlenhydrate, eine hochwertige Proteinquelle und gute Fettquellen, dass ihr da wirklich alles enthalten habt, euch richtig schön satt esst und auch nach dem Abendessen dürft ihr euch natürlich noch einen kleinen Nachtisch genehmigen. Beispiel gefüllte Datteln mit Nüssen, Nussmus und Schokolade. Ihr wisst ja, Datteln und Nüsse sind so mein Geheimtipp oder mein Tipp oder mein Favorite, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, wenn man gesund zunehmen möchte, weil beides enthält viele Nährstoffe und ist aber eben kaloriendicht. Also enthält eben viele Kalorien und ist demnach gut zum Zunehmen geeignet, aber schmeckt halt auch richtig gut. Von daher sollte es, wenn einem das schmeckt, es nicht so schwer fallen zuzunehmen. Oder gönnt euch auch einfach mal ein Eis als Nachtisch. Wie gesagt, ob das jetzt ein gesundes Eis ist mit eben naturbelassenen Zutaten oder ob das auch ein ganz normales Eis ist, wenn ihr darauf Lust habt, dann macht das. Wie gesagt, der Großteil der Ernährung sollte eben schon aus meiner Sicht unverarbeitet sein und nährstoffreich, egal ob man zunehmen möchte oder nicht. Und es können aber eben auch mal kleine Sachen dabei sein oder auch mal Burger, mal Pizza. Das ist ja ab und zu wirklich überhaupt kein Problem, sollte aber eben nicht die Regel sein. Und genauso ist es auch beim Eis. Wenn ihr gerne Eis esst, dann gönnt euch jeden Abend noch ein Eis, wenn ihr somit euer Kalorienplus erreicht. Genau, ich mag zum Beispiel dieses super gerne. Gibt es auch in München eine Eisdiele. Ich muss das nur ein bisschen noch auftauen lassen. Es ist immer so hart noch. Aber es ist einfach so, so lecker. Mag ich richtig gern. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte euch einige Tipps und Erfahrungen mitgeben. Und ja, lasst mir gerne Feedback da. Lasst meinem Kanal ein Abo da und gerne dem Video auch einen Like. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag oder Restwoche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal.